Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es um einen Drill gehen, wie ihr das frühe Schlagen bekämpfen könnt. Was das Ganze mit dieser Wasserflasche auf sich hat, das werdet ihr erfahren, wenn ihr dran bleibt und das Video bis zum Ende schaut. Ich verspreche euch aber auf jeden Fall, das ist einer der besten Drills fürs späte Schlagen, den ihr jemals gesehen habt. Mein Name ist Karl Filbock, ich bin Golflehrer im Golfclub Hamburg-Holm und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim kommenden Video. Heute möchte ich anhand eines einfachen Drills zeigen, wie ihr an euren Eisenballkontakten arbeiten könnt, indem ihr die Hände mehr vor den Ball bekommt. Das heißt, wir wollen als erstes einmal ganz kurz erklären, okay, was ist das späte Schlagen? Und das späte Schlagen ist ganz einfach erklärbar. Und zwar bei den guten Spielern auf der Tour sieht man, dass alle, ausnahmslos alle Spieler, ihre Hände im Treffmoment vor dem Ball haben. Ja, hier sind meine Hände, mein Ball liegt dort. Das heißt, ich habe meine Hände vor dem Ball. Womit haben die meisten Amateure und Hobbyspieler zu kämpfen? Ist das sogenannte Löffeln oder das frühe Schlagen? Und beim Löffeln bzw. beim frühen Schlagen überholt der Schlägerkopf die Hände. Das heißt, mein Schlägerkopf ist vor meinen Händen am Ball und es passieren fette Treffer, es passieren dünne Treffer, es passieren getoppte Bälle. Was müssen wir beachten, um es zu schaffen, jetzt die Hände im Treffmoment vor dem Ball zu bekommen? Denn einfach nur die Information, ich möchte meine Hände vor dem Ball bekommen, reicht häufig nicht aus. Und zwar, meiner Meinung nach, müssen zwei Grundvoraussetzungen getroffen werden. Und zwar muss die Schlagfläche leicht geschlossen sein, was es bedeutet, sage ich gleich noch. Und der Körper muss im Treffmoment weit genug geöffnet sein. Ja, was bedeutet das? Eins nach dem anderen. Was bedeutet jetzt, die Schlagfläche muss leicht geschlossen sein? Und zwar, wenn ich aushole, dann möchte ich, mein Schläger ist jetzt parallel zum Boden, dann möchte ich, dass meine Spitze der Schlagfläche ein bisschen in diese Richtung zeigt. Oder anders formuliert, meine Schlagfläche soll ein kleines bisschen zum Boden zeigen. Das Ganze wird in der Regel durch das richtige Klappen der Hände hervorgerufen. Was bedeutet das jetzt schon wieder? Und zwar, wenn wir uns das einmal anschauen, und wir gehen mal hier in die oberste Position, hier sieht man das immer am besten, dann ist zwischen meinem Handrücken und meinem Unterarm eine Beugung nach innen, also eine Beugung in die Richtung. Und das ist wunderbar. Diese kleine Beugung soll da sein, beziehungsweise Handrücken und Unterarm darf in einer Linie sein. Bei den meisten Amateuren ist aber eine Beugung in diese Richtung das Problem. Das heißt, der Handrücken ist ein bisschen in diese Richtung gebeugt, nennt sich dorsal gebeugt. Und wenn ich jetzt mal nach unten komme, dann ist meine Schlagfläche eher geöffnet. Das heißt, meine Kante zeigt hier eher ein bisschen nach rechts, also ein bisschen nach hinten, während wir die Schlagfläche, diese Kante, ein bisschen in diese Richtung haben möchten. Das heißt, dieses leichte nach unten Beugen der Handgelenke sollte eine Voraussetzung sein, um später zu schlagen, weil die Schlagfläche dann leicht geschlossen ist. Als einfache Grundübung können wir einmal die Hände zusammennehmen und jetzt beugen wir unsere Hände nach hinten und bewegen uns einmal auf und bewegen uns wieder durch. Und dieser Winkel hier sollte die ganze Zeit beibehalten werden. Das mal als Grundübung, da komme ich aber auch gleich noch zu einem sehr, sehr simplen Drill. Was bedeutet jetzt, mein Körper muss weit genug geöffnet sein im Treffmoment? Ganz einfach, und zwar, wenn wir von dieser Kameraperspektive aus schauen, dann ist nicht Ansprechposition auch gleich Treffmomentsposition, sondern es soll so sein, dass im Treffmoment der Körper sich ein bisschen geöffnet hat. Das heißt, man sieht jetzt beide Pobacken, man sieht, dass die Hüfte rotiert hat und auch die Schulter ist ein bisschen durch den Treffmoment rotiert. Und da ist die Frage, wie kann man das jetzt üben? Auch wieder mit einer einfachen Übung, mit der wir, wo wir dieses Handgelenk beugen, auch gleich mit verbinden können. Und zwar greifen wir den Schläger wie immer und nehmen die Hände einmal nach oben. Und das, was wir eben schon auch mit unseren Händen, also dieses Anklappen geübt haben, das wollen wir jetzt auch mit dem Schläger üben. Das heißt, wir nehmen unsere Hände so nach oben, dass der Schlägerschaft parallel zum Boden ist und klappen jetzt die Handgelenke nach rechts.
Was wir jetzt, oder jetzt sind unsere Handgelenke in der richtigen Position. Und was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen unseren Körper aufdrehen und wir wollen unseren Körper öffnen Richtung Ziel. Und dabei behalten wir diesen Winkel, diesen geklappten Winkel, den ich am Anfang hergestellt habe, bei. Das heißt, zwischen meinem Unterarm und meinem Handrücken bleibt dieser kleine Knick dabei. Das Ganze machen wir 2-3 Mal. Das heißt, klappen, aufschwingen und schön bis zum Ende durchdrehen. Darauf achten, dass dieser Winkel hier immer dabei bleibt. Das Ganze können wir jetzt auch eine Etage tiefer machen. Das heißt, wir stellen uns ins Setup, wir klappen unsere Handgelenke an, wir schwingen auf. Das heißt, wir drehen uns ein bisschen und wir drehen uns wieder Richtung Ziel. Und wieder achte ich darauf, dass dieser Winkel hier bei bleibt. Denn wenn dieser Winkel hier hinten bei ist, noch da ist, dann ist auch im Treffmoment, dann sind auch im Treffmoment die Hände vom Ball, weil auch hier wollen wir diesen Winkel haben und auch hier wollen wir wollen die Hände vom Ball haben und auch in der Endposition soll dieser Winkel da sein. Leider sieht man viel zu oft, dass dieser Winkel nicht mehr da ist, sondern dass das Ganze so ausschaut. Das heißt, der Winkel hier ist genau in der anderen Richtung und dann sind meine Hände nicht vorm Ball, sondern dann hat mein Schlägerkopf meine Hände überholt, also das klassische Löffeln. Und genau dafür habe ich einen Drill dabei und alles, was wir dafür brauchen, ist eine Wasserflasche. Wir schrauben den Verschluss ab und greifen jetzt einmal die Wasserflasche mit der rechten Hand so, als ob das der Schlägergriff wäre. Und wir schwingen jetzt mal ganz vorsichtig auf und jetzt schwinge ich mal in die Endposition. Und wenn jetzt hier mein Wasser hinausläuft, dann habe ich es falsch gemacht. Das heißt, ich mache es nochmal vor. Das heißt, ich schwinge auf und schwinge die Endposition. Und wenn mein Wasser jetzt hier rausläuft, ich stoppe das kurz, dann haben meine Hände genau die falsche Bewegung gemacht. Dann habe ich eher eine löffelnde Bewegung gemacht. Wenn ich es schaffe, aufzuschwingen und in die Endposition zu kommen und das Wasser läuft jetzt nicht aus meiner Flasche heraus, sondern mein Flaschenhals zeigt nach oben, dann habe ich hier wieder wunderschön diese Beugung zwischen Unterarm und Handrücken. Wichtig dabei, vergesst nicht, dass der Oberkörper sich mitdrehen muss Richtung Ziel. Ich mache es nochmal richtig vor. Wir schwingen auf und das Wasser soll nicht aus meiner Flasche herauslaufen. Ich nehme mal dazu einen Schläger in die Hand, um das besser zu visualisieren. Ich schwinge auf. Wenn ich es schaffe, jetzt in die Endposition zu kommen, wo mein Flaschenhals nach oben zeigt, dann werde ich es definitiv schaffen, auch im Treffmoment meine Hände vom Ball zu haben. Wenn in der Endposition Wasser aus meiner Flasche herausläuft, ja, dann habe ich genau die falsche Bewegung gemacht. Und das Ganze wollen wir natürlich jetzt auch versuchen, mit Ball anzuwenden. Das heißt, Übungsreihe wäre, ihr nehmt als erstes die Flasche, ja, holt aus, schwingt in die Endposition, es soll kein Wasser aus der Flasche herauslaufen. Danach versucht ihr genau das gleiche Gefühl mit dem Schläger zu haben. Das heißt, aufschwingen und das gleiche Gefühl haben, als ob die Flasche hier noch dabei ist und kein Wasser aus der Flasche herausläuft. Und dann versuche ich das Ganze natürlich auch mit Ball umzusetzen. Das heißt, ich stelle mich hin, habe das Gefühl, Wasser soll nicht aus der Flasche herauslaufen und mache einen ganz kleinen Schwung. Ja, habe das Ganze jetzt einmal ein bisschen übertrieben, aber ihr seht, hier ist dieser Winkel, den ich eben in meiner Übung hatte, immer noch da. Bedeutet, ich habe die Hände im Treffmoment richtig schön vor den Ball bekommen. Das Ganze, wenn mir das gut gelingt, kann ich natürlich versuchen, auch größere Schwünge zu machen. Das heißt, ich hole mehr aus und versuche aber trotzdem erstmal in diese Endposition zu kommen. Das heißt, mein Körper soll schön gedreht sein und ich will nach wie vor dieses Gefühl haben, als wenn das Wasser nicht aus meiner Flasche herauslaufen soll. Kommen wir ganz kurz zur Zusammenfassung. Wir möchten also sicher gehen, dass unsere Schlagfläche leicht geschlossen ist. Das stellen wir sicher, indem unsere Handgelenke sich richtig beugen. Und Nummer 2. Wir sollten dafür sorgen, dass unser Körper sich genügend öffnet durch den Ball. Ja? Wenn wir diese beiden Sachen sicherstellen, dann sollte es uns gelingen, sofern wir den Drill jetzt richtig durchführen, den Drill mit der Flasche, dass unsere Handgelenke nicht mehr diese Bewegung machen,
Also nicht mehr, dass wir nicht mehr zu früh schlagen, sondern dass es uns gelingen sollte, auch unsere Hände vor dem Ball zu bekommen. Probiert das Ganze aus und lasst mich gerne wissen, wie das geklappt hat. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Üben. Bis bald.